So, Leute, da sind wir beim nächsten Booster. Conspiracy Take the Crown. Wunderschönes Produkt, nachdem Conspiracy 1 so unglaublich gut aufgenommen wurde, kam Conspiracy 2 2016, gar nicht so weit weg, 2 Jahre später auf den Markt. Und ja, 15-Card Booster Pack. Gucken wir uns dieses 15-Card Booster Pack doch mal an. Komm. So. Wir haben auch hier hinten eine Karte drin zum Draften. Und ansonsten sind hier richtig teure Karten drin, wenn man den vollzieht. Ember Beast, 3 Mana 3-4, kann nicht alleine oder angreifen oder blocken. So. Hier muss ich mal kurz einen Cut machen. Absorb Viz, 7 Mana, ein Spieler eurer Wahl verliert 4 Leben. Ihr kriegt 4 Leben mit Basic Land Cycling. Sehr, sehr cool. Was? Stimmt, hier waren die Draftkarten einfach mit drin. So war das. Da war nicht hinten dran eine Draftkarte, sondern das ist eine Draftkarte. Ein blaues, ein farbloses 1-3 fliegend. Und den kann man offen draften. Und man kann den jederzeit runterdrehen, also face down machen, um zuzugucken, was der Gegner, was ein Spieler als nächstes draftet. Richtig cool. Crown Hunting Hireling. 5 Mana 4-4. Wenn der Spiel kommt, wird man Monarch. Hier kam der Monarch ins Spiel. Und wenn er angreift, also er kann nicht angreifen, es sei denn, der Verteidigungsspieler ist der Monarch. So. Okay. What? Fade into Antiquity. 3 Mana, mein exilten Artefakt oder Verzauberung. Halt Sorcery. Ballot Broker. Okay, 3 Mana, 2-3. Beim Voten dürft ihr ein zusätzliches Mal voten. Sehr cool. Ich mag diese Vote-Karten. Das ist eine echt hübsche Karte. Orchard Elemental, 6 Mana 2-2 mit Council's Dilemma. Wenn ihr ins Spiel wegkommt, startet man bei sich und dann votet man für Sprout oder Harvest. Entweder kommen da eben +1/+1 Marken ins Spiel, wenn Sprout das meiste gewotet wurde, also für jedes Mal, wenn Sprout gewotet wurde, und man kriegt 3 Leben für Harvest jedes Mal, wenn es gewotet wurde. Opaline Unicorn, 3 Mana 1-2, tappen, Mana beliebe Farbe bekommen. Okay, Prey Upon, 1 Mana, man lässt eine Kreatur fighten, die man kontrolliert, gegen eine Kreatur, die man nicht kontrolliert. Stark. Die Karte war mal richtig teuer, weil Monarch ist im Pauper sehr schwierig und in Foil war die sehr schwierig zu bekommen. 4 Mana 1-3 mit Death Touch und wenn sie ins Spiel kommt, wird man Monarch. Sehr, sehr coole Karte. Unsere erste ankam Farbok Boneflinger. Ach, weil der hier... Ja... Egal. 5 Mana 2-2, wenn ihr ins Spiel wegkommt, kriegt eine Kreatur -2/-2, bis man des Zuges. Super cool. Knights of the Black Rose. 5 Mana 4-4, wenn sie ins Spiel wegkommen, wird man Monarch. Und immer wenn der Gegner Monarch wird, wenn man selber der Monarch am Anfang des Zuges war, verliert dieser Spieler 2 Leben und man kriegt 2 Leben. Sehr, sehr cool. Und Hallowhench Spirit, die kenne ich gar nicht. 4 Mana 2-2 Flash fliegend. Wenn sie ins Spiel wegkommt, kann man eine angreifende oder blockende Kreatur aus dem Kampf entfernen. Nicht aus dem Spiel, aber aus dem Kampf. Das ist ganz cool. Und unser Rare ist... Ich glaube, das ist der... Okay, das ist ein Zonk. Caller of the Untamed. 4 Mana 2-4. Bevor man das Deck am Anfang des Spieles shuffelt, kann man Karten von seinem Deck vorzeigen, bis man eine Kreaturkarte vorzeigt. Naja, warte, was? Bevor man... Ah, man kann diese Karte vom Deck vorzeigen und dann eine Karte, die man nicht gedraftet hat, also die man gedraftet hat, aber nicht im Deck ist, so ist richtig. Und für X Mana tappen kann man einen Token von dieser Karte mitbringen. Das heißt, wir zeigen, keine Ahnung, die Kreatur und immer wenn wir die benutzen, können wir für 4 Mana davon eine Karte nehmen. Ja. Ja. Hm. Egal. Summoner's Bond, das ist eine Conspiracy mit Double Agenda. Das heißt, am Anfang des Startes kommt sie in die Command Zone und man sucht sich einen geheimen Namen aus. Ne, 2 sogar. Und immer wenn Kreaturenzauber mit diesem geheimen Namen gespielt wird, kann man sein Deck nach einer Kreatur durchsuchen, die den anderen Namen hat. Das ist ganz cool. Und der Monarch mit At the Beginning, Your End Step, Draw Card. Das haben sie mittlerweile gefixt. Ja, das war ein bisschen enttäuschend, weil diese Dinger als Rare zu ziehen ist immer wieder Zonk. Hier sind richtig coole Karten drin. Sad, sad, sad. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin, euer Blacksheath. Ciao, ciao.